bei der Behandlung von chronischen Virusinfekten, die immer wieder auftreten, ist für mich die entscheidende Frage, die ich dem Patienten auch erkläre. Warum tritt bei Ihnen immer wieder diese Virusinfektion auf? Und das ist eben für viele Patienten nicht erklärt worden. Das bedeutet, ein Virusinfekt, der alle 4, 6, 8 Wochen auftritt, hat immer einen Zusammenhang mit einer schlechten Abwehrleistung. Nachdem der Patient weiß, dass ein geschwächtes Immunsystem für seine immer wiederkehrenden Virusinfekte wie eben dem Lippenherpes verantwortlich sind, können wir dann gemeinsam dieses Problem lösen. Dieses Problem lösen wir, indem wir dem Patienten als erstes Infusionen geben, die das geschwächte Immunsystem innerhalb von 3 bis 4 Wochen wieder auf einen normalen Wert anhebt. Der Patient nimmt zu Hause ebenfalls bestimmte Vitamine und Mineralien ein. Wie schon erwähnt, ist hier das Zink, das Vitamin C und die Aminosäure Lysin sehr wichtig. Auch das kolloidale Silber spielt bei meinen Therapieüberlegungen eine große Rolle. Wenn nach 4 bis 6 Wochen das Immunsystem des Patienten wieder gestärkt ist, kommen diese Herpes labialis Schübe nicht mehr so häufig oder bleiben sogar ganz weg. Und damit ist für den Patienten ein großer und damit ist für den Patienten eine große Hilfe und damit hat der Patient eine große Erleichterung, weil er jetzt die Ursache der Erkrankung weiß. Bei einer anderen Erkrankung, ebenfalls ein Virus, eine Viruserkrankung, nämlich der Herpes Zoster, haben wir das gleiche Schema. Der Herpes Zoster oder auch Gürtelrose ist eine Erkrankung, die plötzlich bei dem Patienten auftritt. Er merkt sie, indem sich Bläschen bilden, meistens im Bereich der Brust oder auch manchmal im Gesicht oder an den Beinen. Diese Bläschen jucken, brennen. Er hat auch Nervenschmerzen in diesem Bereich, die am Anfang nicht so stark auftreten, aber später immer stärker werden. Auch hier haben wir das Problem, dass der Patient verstehen muss, warum bekomme ich jetzt gerade diesen Herpes Zoster. Der Patient bekommt deshalb der Patient bekommt deshalb in diesem Moment den Herpes Zoster, weil das Immunsystem den Virus, nämlich den sogenannten Varizellen- oder Windpockenvirus, der ja im Körper latent vorhanden ist, nicht mehr kontrollieren kann. Der Virus kommt sozusagen auf die Haut heraus und macht diese Bläschen. Hier ist es wiederum wichtig, dass der Patient versteht, eine Gürtelrose ist immer der Ausdruck eines schwachen Immunsystems. Hier gibt es verschiedene Gründe. Warum hat der Patient ein schwaches Immunsystem? Das können Stressfaktoren sein, wie beruflicher Stress, familiärer Stress, Schlafmangel, ein Mangel an bestimmten Vitaminen, Mineralien und einige weitere Faktoren, die ich dem Patienten in meiner Praxis ausführlich erkläre. Dann haben wir zur Therapie dieselben Optionen wie bei dem Lippenherpes. Wir müssen versuchen, dass wir in kurzer Zeit das Immunsystem des Patienten stärken. Dies geschieht auch mit natürlichen Stoffen. Vitamin C, Zink, Lysin sind hier die Basiseinheiten, aber auch andere Pflanzen, wie zum Beispiel das Johanniskraut, hat eine sehr starke antivirale Stärke. Wir behandeln den Patienten meistens 1 bis 2 Mal pro Woche über einen Zeitraum von 2 bis 3 Monaten und haben dann die Gewissheit, dass der Patient keine dieser schweren Zosterneuralgien, die ja sehr gefürchtet sind
und vielen Patienten das Leben massivst erschweren bekommen. Ein weiterer Virusinfekt, den wir häufig auch in der Tagespresse lesen, ist der sogenannte Epstein-Barr-Virus. Der Epstein-Barr-Virus erscheint bei den Patienten als Halsentzündung, Halsschmerzen, eine Art Mandelentzündung, die aber innerhalb von 2, 3 bis 6 Tagen wieder verschwindet. Häufig aber haben Patienten nach diesem sogenannten Epstein-Barr-Virus-Infekt eine lange Leidensgeschichte vor sich. Viele klagen nach dieser akuten Epstein-Barr-Infektion über Müdigkeit, Leistungsmangel, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen. Viele Sportler zum Beispiel hatten diese Epstein-Barr-Viruserkrankungen und hatten danach einen massiven Leistungsknick. Auch hier muss man die entscheidende Frage stellen. Warum können manche Patienten die Epstein-Barr-Viruserkrankung leicht überwinden und warum kommen manche Patienten nach dieser akuten Epstein-Barr-Virus-Infektion in diesen Teufelskreis? Auch hier wiederum die einfache Antwort: das geschwächte Immunsystem.